Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Wir kreieren wieder Mars-Gedränge. Und nachdem wir beim Sir Edward und beim Bavarian-Blogger auf Granit gestoßen sind, weil wir keine neuen Mars-Kreationen gesehen haben, selber schon eigene Mars-Kreationen durchlebt haben, waren wir heute im Netto spontan einkaufen für die Stierblut-Mars, aka Atom-Mars. Ja. Dann haben wir gedacht, eine Mars pro Tag ist zu wenig, Hannes ist nur einmal da, wir brauchen noch was. Haben uns umgeschaut und haben was gefunden, nämlich diese verschmierte Dose Dirty. Stay safe. Ja, drink dirty. Wegen dem K.O.-Tropfen. Ja. Baba Shit Papier da oben drauf. Ihr wisst ja, Hannes ist Diabetiker, deswegen hat er so eine silberne Dose. Das ist nämlich Dirty Wet Peach, also feuchter Pfirsich ohne Zucker. Und das ist der Original Wet Peach, feuchter Pfirsich mit Zucker. Ihr wisst, man braucht ja immer, wir wollen immer eine Drei-Komponenten-Maß züchten mit Bier, einem Namensgebergetränk und einem Topping. Bier haben wir am Start mit diesem Spatenhell, das ist immer noch vom Geburtstag übrig. Namensgebend haben wir eben den Dirty, also Pfirsich-Eistee mit Bier gemischt. Ja, passt. Und als Topping gibt es diesmal diesen Goldbrand Spirituose. Dann erstmal Dankeschön an Eiskorb Jens. Ja. Der hat uns nämlich wieder diese Mars-Krüge gesponsert. Wie jedes Mal neue Mars-Getränke, nur dank Eiskorb Jens, weil der uns immer die Mars-Krüge sponsert. Wir holen den Mars-Krug mal aus der Verpackung raus. Wir warten eigentlich gerade auf der Fahrer, der möchte noch ein Bier-Tasting machen. Und in der Wartezeit haben wir gedacht, kreieren wir neue Mars-Getränke. Jetzt muss ich gucken, ob ich mein Feuerzeug dabei habe. Und wir starten direkt mit der Grundierung der Mars. Das ist eben ein Bier. Mars ist 1 Liter, Bier ist ein halber Liter 0,5. Das heißt, ihr dürftet dieses Bier ohne Probleme einfüllen können. Dann müsste das Glas halb voll sein. Dann habt ihr immer laut dem bayerischen Grundgesetz eine Biergrundlage mit halt Bier drin. Ach du Mai, was ist das? Die Tornado Mars ist gezüchtet. Guck dir das an. Da fliegt oder schon wieder alles leer. Rum. Und so. Nicht halb voll, sondern auch halb leer sein. Grundlage ist da, der Spaten ist gesteckt und jetzt kommt der Namensgeber, der Dirty. Man darf aber in den Titel nicht Dirty schreiben, dann wissen ja alle direkt, was da drin ist, nämlich Dirty, das Getränk. Man muss einfach Dirty Mars schreiben, als Dirty das dreckige Wort. Man hätte auch schreiben können, die Mösen Mars, ne? Ha, ein köstlicher Scherz, weil das ist ja von der Shirin David. Ich mache auch mal hier das Ding ab. Ich weiß nicht, was du da schon wieder rumkasperst, Hannes. Der Hannes nimmt das nicht ernst. Ja. Guck, der Hannes, der ist die Sugar Mummy Daddy Variante. Ach komm, nein, nein. Deswegen, probier, warte mal. Ich habe das noch nie ohne Zucker probiert. Probier es mal mit Zucker. Ich probiere es mal ohne Zucker. Es ist aber mit Zucker. Ja, aber es ist mit Lofkal und deswegen ist es mit weniger Zucker vielleicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Das hat sie. Na. Ja, definitiv. Schmeckt nach Eistee mit Kohlensäure. Aber nicht zu süß. Ja, das ist irgendwie aber auch interessant. Gut. Aber schäumt aber total. Jetzt müssen wir mal hier. Ja, das hat 7,8. Weil Herpes kommt nicht von alleine. Meins ist wesentlich süßer. Ja, dein Low-Cal mit weniger Kalorien ist so süß schon wieder komplett. Ja. Während das irgendwie wässriger, natürlicher schmeckt. Wahrscheinlich wieder Süßungsmittel, wahrscheinlich wieder zu viel reingehauen, haben es wieder kaputt gemacht. Da sind 0,5 drin, das heißt, man müsste jetzt die komplette Dose Dirty hier einfüllen können. Vor allem bei mir ist gar keine Kohlensäure drin, oder? Kann das sein? Bei dir ist keine Kohlensäure mit drin. Meins ist doch einfach nur richtiger Eistee. Ja. Und wieso schäumt deins dann? Und wieso hat deins Kohlensäure? Oder hat es gar ich keine? Ich weiß es nicht. Nee. Deins hat doch gerade richtig wie eine Brause, doch. So richtig. Es hat Kohlensäure. Der Diabetiker kriegt Kohlensäure. Bitte, kannst du mal probieren? Der Fettnadiger kriegt keine. Stay safe, drink dirty, wet peach. Brauche ich nicht, füll rein. Okay. Ja, okay, fertig. Alles gut. Das ist die Drecksmaß, weil die nämlich aus dreckigem Tee besteht. Ja. Vom Dirty. Aber damit ihr nicht wisst, was eine Drecksmaß ist, schreibt man nicht Dirty Maß hin, sondern Drecksmaß. Und
Es fehlt natürlich noch das Topping. Wir haben gedacht, guckt euch die Farbe an. Es ist eh so dunkelbraun. Und das ist ja auch eigentlich so braun. Das ist nämlich der Goldbrand. Wir wollten erst Wildener Goldkrone holen. Das ist Goldbrand. Beides hat den gleichen Preis gehabt von, glaube ich, 1,59 oder so. Ja, kann sein. Ja. Das andere war aber nur 28%. Das hat 30%. Das scheppert 2% mehr. Deswegen haut euch das schnell rein. Ihr nicht, sondern uns, wir. Weil wir machen das, um euch zu sagen, dass ihr das nicht nachmachen dürft oder müsst. Da kommt jetzt hier der Goldbrand rein. Dann ist es wieder eine traditionelle 3-Komponenten Komponentenmaß mit Topping, Bier und Namensgeber. So, das sieht gut aus. Hannes. Naja, dann auf geht's. Einmal Prost. Prost. Wir warten immer noch auf der Fahrer. Leichter Pfirsichgeschmack von dem Dirty. Der Goldbrand, wo ich auch wieder dachte, der zieht jetzt voll rein. Der schwappt wahrscheinlich beim Einfüllen immer gleich nach unten und vermischt sich mit dem ganzen Glas. Bei dem merkst du es richtig. Bei mir nicht, aber guck dir mal deinen Schaum an und meinen. Bei dir ist richtig hier eine braune Krone auf dem Bier, die sich gebildet hat. Der Schaum bei dir hat alles aufgefangen. Man hat den ganzen Goldbrand einfach oben gehalten. Wahrscheinlich, ja. Und bei mir, weiß ich nicht, habe ich ein Loch gefunden, habe das da reingekippt und so ist das perfekt. So müsst ihr das trinken. Also, es schmeckt ein bisschen wässrig trotzdem, weil dieser Dirty von mir, der war ja nicht so süß wie Hannes seiner. Ja. Es hat trotzdem eine leichte Pfirsichnote, eine leichte Biernote, ein bisschen Goldbrandnote vielleicht. Finde ich, ist okay, kann man trinken, ist nicht... Obwohl, deins schmeckt ja wahrscheinlich komplett anders. Hannes, ja. Probier mal meins. Das wollte ich auch gerade sagen. Weil deins war ja mit Kohlensäure und deins ist ja auch die süßere Variante. Ja, aber du hast ja auch die Goldbrand-Variante mit mehr Schuss. Die schmeckt schon ein bisschen anders als meine. Merkst du was? Deine schmeckt komplett künstlich. Ja. Beim Trinken merkst du richtig schön das Süßungsmittel, was total negativ hervorsticht. Ja. Beim Absetzen merkst du plötzlich richtig den Goldbrand, der so richtig nachzieht. Richtig, genau. Also ist beim Trinken und beim Absetzen zwei Geschmäcker, die nicht angenehm sind. Mhm. Und hier, du trinkst, du setzt ab, du hast immer den gleichen Geschmack. Ja. Nicht zu süß, nicht zu bitter. Du merkst den Goldbrand nicht, du merkst leicht Bier, du merkst leicht Pfirsich, wie ein schönes, zartes Pfirsichbier. Und sowas gibt's, glaube ich, noch nicht. Nee. Deswegen, das finde ich okay, das kann man trinken. Hannes hat Pech, der ist Diabetiker, der muss Süßungsmittel essen bis zum Umfallen. Ja. Deswegen sitzt er jetzt hier mit der Drecksmaß. Habt ihr auch schon mal die Drecksmaß probiert oder wollt ihr die mal nachmachen? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr noch andere Ideen für Maßgetränke? Schreibt's mal rein. Es gibt niemanden mehr, der Maßgetränke anbietet. Wir haben schon alles getestet. Wir müssen umsteigen auf Eigenkreation. Deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Jo. Nochmal, pfürz euch, ne? Pfürz euch. Ihr Pfürze. Ja. Nochmal Prost, nochmal einen ordentlichen Hieb und dann Peace out, Vorhaut. Ich guck so mal kurz. Ja. Bohnen-Dingsbums. Bodensehen! Genau. Es war gut. Aber jetzt ist es besser. Kommt der Vollderbrecher jetzt genau? Nee, jetzt ist es besser.